Frau Prohr, Sie haben gemeinsam mit verschiedenen anderen Forschungseinrichtungen eine Kartoffel entwickelt, die einen biologisch abbaubaren Kunststoff liefert. Was ist das für eine Kartoffel und was will man damit? Das ist eine Stärkekartoffel, die normalerweise für die Produktion von Stärke angebaut wird. Und wir haben jetzt in diese Kartoffel ein Gen aus Cyanobakterien eingebaut. Cyanobakterien produzieren einen Reservestoff, den man einsetzen kann als Ersatz für Polyacrylate. Polyacrylate sind Stoffe, die in Beton eingesetzt werden oder in Windeln, aber auch im Waschpulver zum Ersatz für Phosphat. Und diesen Stoff stellt man eben normalerweise aus Erdöl her. Den können wir aus den Bakterien oder aus den Kartoffeln gewinnen. Die Kartoffeln sind also jetzt nach unserer Veränderung durch den Einbau dieses Gens in der Lage, relativ große Mengen von diesem Kunststoff zu produzieren. Man kann also die Kartoffel als eine Art Bioreaktor nutzen, um diesen Rohstoff herzustellen. Lohnt sich das im Vergleich mit anderen Verfahren, zum Beispiel Herstellung durch Mikroorganismen? Das lohnt sich dann, wenn wir es als Beiprodukt machen. Das heißt, wenn wir die Kartoffeln sowieso anbauen, um die Stärke herzustellen und dann aus den Abfällen dieser Kartoffel quasi einen Stoff noch rausholen, der viel teurer ist als die Stärke selber. Wenn wir das in den Bakterien machen, wo es normalerweise produziert wird, müssen wir die extra kultivieren mit Zugabe von Nährstoffen, Zugabe von Energie. Bei den Kartoffeln macht das alles die Sonne und der Acker und wir brauchen keinen Quadratzentimeter mehr Fläche. Gibt es bei solchen Pflanzen, die industrielle Rohstoffe bilden, spezielle Risiken? Nein. Man muss die Risiken immer betrachten für die einzelne Eigenschaft und die einzelne Kulturpflanze, in der diese Stoffe hergestellt werden. Das kann man nicht kategorisieren, Rohstoffe oder Herbizidresistenz, je nachdem, welche Eigenschaft konkret drin ist, sind die Risiken unterschiedlich. Die muss man immer einzeln bewerten. Und welche Risiken könnten bei der Cyanophycin-Kartoffel eine Rolle spielen? Also das Einzige, was wir uns vorstellen konnten, war, dass diese Kartoffeln anders verrotten im Boden, weil eben der Zuckerstoffwechsel da drin, der ja wichtig ist für die Verrottung, verändert ist. Ansonsten können wir uns nicht vorstellen, dass sie in irgendeiner Weise anders auf Insekten reagiert oder dass sie sich anders verbreitet, weil Kartoffeln eben über die Knolle vermehrt werden. Sie haben ja sowohl im Freiland als auch im Labor Untersuchungen durchgeführt. Was haben Sie denn da im Einzelnen gemacht? Nachdem wir mehrere Jahre getestet haben, wie sich die Pflanzen im Wachstum im Labor und im Gewächshaus verhalten und wie viel die von dem Polymer machen, wollten wir jetzt wissen, ob die Verrottung wirklich anders ist als bei den Kontrollkartoffeln, die dieses Produkt nicht machen. Deshalb haben wir immer 30 Kartoffeln von einer Sorte, also von der gentechnisch veränderten oder von der Kontrolle, in Säcke eingenäht, die so große Löcher hatten, dass da Regenwürmer und alle durch konnten, und haben die in unterschiedlichen Tiefen vergraben. Und haben dann im November angefangen, diese Säcke wieder auszugraben, jeden Monat einen Sack von jeder Sorte, und geguckt, wie verhalten sich die Kartoffeln, verrotten die schneller oder langsamer, finden wir gleich viele Regenwürmer, finden wir andere Bakterien im Boden, wie sehen die Kartoffeln aus, das heißt, welche Abwehrmechanismen werden in dieser Kartoffel angestellt, wie viel Gewebe ist noch intakt, welche Pilze finden wir an den Bakterien, an den Knollen, andere als bei den Kontrollen. Also immer verglichen, wie sieht das aus bei der Kartoffel, die das den biologisch abbaubaren Kunststoff macht, und den Kartoffeln, die das nicht machen, aber die gleiche Ausgangssorte sind. Und was sind zusammengefasst die Ergebnisse? Dabei ist rausgekommen, dass die Kartoffeln in Bezug auf Regenwürmer, Bakterien, Pilze sich genauso verhalten im Prinzip wie die Kontrollen auch. Da sieht man keine signifikanten Unterschiede. Aber die Verrottungsgeschwindigkeit ist korreliert quasi mit der Menge Cyanophycin. Das heißt, wenn die viel von diesem Biopolymer machen, verrotten sie schneller, als wenn sie nichts oder wenig davon machen. Das heißt im Ende, dass diese Kartoffeln im Acker weniger gut überdauern werden als die nicht gentechnisch veränderten und die Wahrscheinlichkeit, dass man die im nächsten Jahr wieder findet, extrem gering ist. Das Konzept scheint zu funktionieren. Mögliche Risiken haben Sie überprüft. Gibt es denn auch eine wirtschaftliche Perspektive, also eine Chance auf Vermarktung für diese Kartoffel? Die Idee bei der ganzen Geschichte war, mehr Energie, mehr Produkt aus der gleichen Ackerfläche rauszukriegen und das bei einer nachhaltigen Landwirtschaft. Für nachhaltige Landwirtschaft sind gute Fruchtfolgen wichtig. Bei uns sind viele Früchte aus der Fruchtfolge rausgefallen, weil sie sich wirtschaftlich nicht lohnen. Durch die zusätzliche Produktion von diesem biologisch abbaubaren Kunststoff könnten die wirtschaftlich wieder interessant werden und wir könnten nachhaltige Fruchtfolgen mit Stickstofffixierern und so weiter aufbauen. Das war die Vision an der ganzen Geschichte und deshalb arbeiten wir auch an vielen verschiedenen Kulturarten, die man jetzt in diese Fruchtfolge einbauen könnte.
Aber zurzeit sehe ich nicht, dass wir eine Chance haben, damit in Europa auf den Markt zu kommen, auch wenn das Konzept im Prinzip ganz hervorragend funktioniert. Ich rechne eher damit in Amerika oder Südamerika, damit etwas Gutes für die Landwirtschaft tun zu können. Hier in Europa im Augenblick nicht. Vielen Dank für das Gespräch.